Hallo meine Lieben, ja, wir melden uns heute am Sonntag von der Nagoltalsperre. Die Nagoltalsperre hat eine Gesamtlänge von 2850 Metern und eine Breite von 250 Metern und eine maximale Tiefe von 35 Metern. Es ist ein großer Wasserspeicher für Baden-Württemberg und im Sommermonaten auch Surfer, Taucher, Segler und Wassersportfreunde bzw. Schwimmer. Gern gesehener Bereich. So, jetzt muss ich mal wieder meine Spickliste aufmachen. Hier herrscht eine kleine Aufteilung. Das Baden ist nur im Vordeck, also in dem Bereich hinter mir erlaubt. Hunde sind leider an der Leine zu führen, was aber nicht jeder macht. Und sie sollten eigentlich auch nicht ins Wasser, aber bei dem Wetter Abkühlung. Das kann man halt. Ne? Ihr habt hier mindestens 5 große Parkplätze, die ihr ansteuern könnt. Und ihr könnt auch hier grillen an den vorgeschriebenen Grillplätzen. Wobei zurzeit eigentlich, ich sag mal eigentlich, dies auch nicht erlaubt ist. Durch die Waldbrandgefahr. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, auf jeden Fall ist es der größte Wasserspeicher hier in Baden-Württemberg. Und die Nagoltalsperre wurde 1965 angefangen zu erbauen und hat 5,6 Millionen Kubikmeter Wasser. Sie ist auch für Baden-Württemberg ein wirkliches Naherholungsgebiet. Das Naherholungsgebiet, was zum Kreise Freudenstadt gehört. Und die nächstgelegene Ortschaft hier ist Seewald-Erzgrube. Die Nagoltalsperre, ja, was soll ich euch noch berichten? Sie wurde, wie gesagt, 1965 bis 1970 erbaut. Dann hat sie einen Stausee und Stausee und das Bauwerk. Wobei der Stausee das Schönste hier ist, wo man halt auch sehr, sehr schön baden kann, schwimmen kann. Ich schicke euch gleich wieder ein paar Bilder von Uwe und Denise im Wasser. Denn ich genieße hier so ein bisschen das Ganze von außen und sende euch liebe Grüße und wünsche euch ein schönes Wochenende weiterhin. Und nachher gibt es noch ein Video zum Essen hier, denn wir haben hier ein kleines Lokal, was sehr beliebt ist, auch bei den Ausflügern. So, dann sage ich mal ciao, ciao und bis zum nächsten Vlog. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt doch entschieden, das Video zusammenzupacken
Also, ihr seht jetzt gleich noch den Seehainer im Anschluss. Ich bin hier mit der Begleitung und wir lassen uns gleich mal gut gehen. Zuerst kommt ja die Speisekarte. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr die Speisekarte mal gesehen. Und es ist angenehm von den Preisen her, auch von der Portion hier. Ihr kriegt gleich ein bisschen was essen zu sehen. Und das Einzige, was hier halt ist, weil wir außerhalb südlicher Zivilisation hier irgendwie sind, das halt mit Badezimmer. Kleine Filetfettchen, einmal das große und dazu, ich lege euch jetzt quer, kommt besser drauf, der Filetspieß mit Spätzle. So, das Resümee zum Essen, es war lecker wie immer. Schatzi, war lecker? Sehr lecker. Denise? Lecker? Sehr lecker. So, und gleich gibt es noch einen kleinen Nachtisch. Die haben wir gerade bestellt. Ein Eis mit 3 Löffeln. Nein, mit 4 Löffeln. Aber mal gucken. Nein, 3 Löffel reichen. So, der Bananensplit ist da. Hier schaut schon jemand mit dem Löffel. Da ist schon einer mit den Händen. Dann ran, bitteschön. So, Fazit zum Eis. Eis für 3. Ist leer. Und hat geschmeckt. Wenn man zur Toilette geht und von Toilette kommt, man wird von einer Kühe begrüßt. Kleines Lädchen, was man alles kriegt.